Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute und in nächster Zeit dieses Spiel hier. Resident Evil Village. Ja, kam vor knapp 2,5 Jahren raus für PlayStation und Xbox. Ich habe es damals, als es rauskam, nicht gespielt. Ich hatte es mir auch gar nicht gekauft. War irgendwie zu der Zeit nicht so wirklich in Stimmung für Action-Horror-Spiele. Und deswegen ging das so ein ganz klein bisschen an mir vorbei. Schon damals wurde ich aber das ein oder andere Mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das Ganze zu spielen, weil es scheinbar wohl ein paar Leute gibt, denen mein Resident Evil 7 Let's Play relativ gut gefallen hat. Es war ja kein richtiges Let's Play, es war ein Stream, ja. Aber der Stream oder die Stream-Sitzungen haben den Leuten wohl teilweise recht gut gefallen. Und ja, jetzt nach meiner Wiederauferstehung wurde ich von Kirby Freak gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mich jetzt eventuell um Resident Evil Village zu kümmern, mal reinzuschauen, vielleicht ein Let's Play oder irgendwas in der Art zu machen. Und ich habe mir gedacht, yo, weißt du was, es ist sowieso Oktober, das heißt, ich brauche noch irgendetwas für den Schocktober und naja. Was soll's? Jetzt sitze ich hier, jetzt habe ich mir das Spiel gekauft. Ich habe mir die Gold Edition gekauft. Das heißt, mit allen verfügbaren DLCs, die es zu dem Spiel mittlerweile gibt. Das ist jetzt die ultimative Resident Evil 8 Erfahrung sozusagen. Und ich schaue das allererste Mal rein und bin gespannt, was mich denn jetzt tatsächlich hier so erwarten wird. Gesundheitshinweis. Einige Personen erfahren möglicherweise Schwindelgefühle. Capcom. Vielen Dank, Capcom, für diesen wunderbaren Hinweis. Das ist ja sehr, sehr gut. Die Resident Evil Engine. Dieses Spiel verfügt über eine automatische Speicherfunktion. Bitte drücken Sie Yo. Kommt jetzt direkt ein Intro oder werden wir irgendwo anders reingeschmissen? Sprachausgabe. Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch. Wir machen es mal Deutsch, weil ich habe Resident Evil 7 auch schon auf Deutsch gespielt. Sprachausgabe Deutsch, Anzeigesprache Deutsch, Untertitel mache ich für euch an. Audioausgabegerät ist TV und das passt dann so. Das Spiel mit diesen Einstellungen beginnen? Ja. Untertitelgröße. Können wir ruhig groß machen, würde ich sagen. Ja, ist okay. Untertitelfarbe. Ja, lassen wir auf weiß. Untertitelhintergrund. Nee, das brauchen wir nicht. Sprechernamen anzeigen. Machen wir das an? Ah, weiß ich nicht. Könnte natürlich dann noch irgendwelche Sachen vorwegnehmen. Oder vielleicht auch nicht, oder? Deskriptive Untertitel. Handy klingeln. Nein, das bitte nicht. Dauerhaftes Fadenkreuz. Die dauerhafte Anzeige des Fadenkreuzes in der Bildschirmmitte ein- oder ausschalten. Ich mache die Sprechernamen mal an. Ist schon okay. So. Das Spiel mit diesen Einstellungen beginnen? Ja. Maximale Helligkeit. Wir lassen es in der Mitte. Passen Sie. Wir lassen es in der Mitte. Helligkeit. Wir lassen es in der Mitte. Passen Sie das Anzeigefenster. Wir bestätigen. Datenverarbeitung in... Scrollen, scrollen, scrollen bei Nutzung und so weiter. Stimmen Sie der Übermittlung Ihrer Gameplay-Daten an Resident Evil Net zu, eher von mir aus. Möchten Sie sich in einer kurzen Rückblende ansehen, was in Resident Evil 7 Biohazard geschah? Och ja, wisst ihr, das ist jetzt eine ganze Weile für mich her, das können wir uns ruhig mal angucken. Also ja, klar, gucken wir uns an. Bin gespannt. Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier.
Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Ja. Es ist vorbei. Das war eine kurze Version von dem, was wir damals erlebt haben. Ich kann das sogar einigermaßen so bestätigen. Bis auf die Stelle mit, wir haben Mia das Serum gegeben. Das war beim ersten Mal nämlich nicht so. Da hatte ich Zoe das Serum gegeben, weil ich die viel sympathischer fand. Aber naja, gut. Shit happens oder so. Spiel starten. Spiel starten? Ah ja, okay. Nicht mit Start, sondern natürlich mit A, ist klar. So, neue Spieloptionen, Boni zum Microsoft. Wir gehen erst einmal auf Optionen. Kamera lassen wir alles, das werde ich dann sowieso im Spiel sehen, ob ich das so brauche oder anders. Anzeige, Raytracing. Die Simulation von Lichtreflexionen und Brechungen ein- oder ausschalten. Ist es nicht cooler, wenn ich das einschalte? Macht das auf der Konsole einen Unterschied? Ich frage mich gerade, hat das Ganze 30 FPS oder 60 FPS? Oder ist es... Soll ich das einfach mal einschalten? Keine Ahnung. Sehen wir das überhaupt? Anzeigeeinstellung bestätigen. Ich mach's einfach mal an. Mal gucken, ob das jetzt gleich alles total vermurkst ist oder ob das total toll ist. Warum ist es standardmäßig ausgestellt, frage ich mich jetzt in dem Sinne. Beim PC-Spiel kann ich es verstehen, wenn es standardmäßig vielleicht ausgeschaltet ist, aber beim Konsolenspiel? Neues Spiel starten. Schwierigkeitsgrad. Leicht. Für Spieler, die ein leichteres Spiel bevorzugen. Standard. Eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnissen. Veteran. Seien Sie gewarnt. Wir machen das Ganze auf Standard. Wird wahrscheinlich sowieso schwer genug für mich. Dorf der Schatten. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille, die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt.
Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe. Finster und stolz. Interessanter Einstieg. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Perfekt. Sie schläft. Perfekte Geschichte für ein Baby, wollte ich gerade sagen. Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Genau. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Deine Mama sieht zum Glück nur ein ganz klein bisschen unheimlich aus. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Ich habe gar nichts gesagt. Keine Sorge. Ja, gut, okay. Wir sind Ethan. Wir sind mit Mia zusammen. Warum auch immer. Seine Entscheidung, nicht meine. Und wir haben ein Kind namens Rose. Wundervoll. Rose werden in ihrer Freizeit seltsame, unheimliche Geschichten vorgelesen. Der Einstieg, das wäre jetzt wirklich... Also es war alles, aber nicht Resident Evil. Es wirkte mehr so wie so ein Tim Burton Animationsfilm oder so. Aber vielleicht liegt das auch nur an mir. Was ist das denn? Untersuchen. Oh. Ah, guck mal. Das ist doch was für Babys und Kinder. Das wäre auch was für mich. Wollen wir uns das jetzt 3 Stunden hier angucken und so tun, als ob wir Resident Evil 8 Let's Played hätten? Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Was ist das hier? Die wunderbare Heißluftballonjagd zwischen dem Schwein und dem Wolf. Oder wer auch immer da hinten sitzt. Wundervolles Programm. Könnt mir nichts Spannenderes vorstellen. Ist es überhaupt eine Serie oder ist es ein Bildschirmschoner? Ich bin mir unsicher. Aber nun gut. Ja, schauen wir uns ein bisschen in unserer wunderbaren Wohnung um. In unserem Haus. Home Sweet Home. Könnte man sagen. Ganz schön vollgestellt hier. Aber nun gut. Wir haben sogar ein kleines, tolles Klavier. Und mehr Zeug. Es ist erstaunlich viel Grünzeug in dieser Wohnung, muss ich mal so sagen. Also, okay. Wem es gefällt, ne? Aber für mich ist es tatsächlich ein bisschen zu viel Grünzeug. Tiere haben die mit Sicherheit nicht. Wie viele Bücher denn noch? Das ABC der Videospiele, der Rollenspiele. Oder vielleicht einfach nur das ABC. Naja. So, hier haben wir ein wunderschönes Bild von Blumen. Es gibt noch nicht genug Blumen hier. Ist ja alles gut. Ich will mich noch umgucken in meinem Haus. Oh. Ja, das war kurz vor ihrer Niederkunft. bevor sie... Ein echtes Wunder. Ja, was für ein Wunder. Ja, gut. Okay, lassen wir das. So. Aha, auch wunderschönes Bild. Wer hat dieses Foto gemacht? Das muss doch hier irgendwo... Vor 3 Jahren hätte ich mir das nicht mal im Traum vorstellen können. Ja, ich mir auch nicht. Was ist das hier? Wenn du groß bist, stoßen wir gemeinsam an. Versprochen? Yay. So lange bewahren wir den jetzt auf? Könnte ein bisschen dauern, Ethan. Was ist das hier? Unser Musikgeschmack hat sich eindeutig gebessert. Meiner ja, aber deiner? Ich kann es nicht genau lesen. Missing Paul Boys? Nee, Misty. And the Paul... Misty and the Paul Boys? Sollen wir das irgendwas sagen? Sind das irgendwas...
Ist es irgendwas Bekanntes oder? Ich glaube eher nicht. Dieser Babykopf ist die ganze Zeit im Weg, ne? Kann ich dieses Kind nicht irgendwo ablegen und mich erstmal so umgucken? Das macht mich total kirre, dass ich jetzt die ganze Zeit hier dieses Baby durch die Gegend schleppen muss. Oh, wie lecker. Was gibt's denn heute Schönes? Äpfel und Brot und roten Dip oder was auch immer. Und was ist das hier? Oh. Besser fern von mir, wenn ich koche, Schatz. Ja, aber ich habe so einen Hunger. Lecker, lecker, miam, miam. Was kochst du denn da? Was kochst du denn da? Was soll das werden, Mister? Naja, ich will halt gucken. Das, Küchenkontrolle, hallo? Sie zeigt es mir einfach nicht. Verdammt, na gut. Früher oder später werde ich dein Geheimnis erfahren. Da bin ich doch sicher. Was haben wir hier noch? Einen coolen Kühlschrank? Rose Menü, Februar. 6.2. Reiszerealien, Bananenmus. 7.2. Süßkartoffelbrei, Rahmspinat. Ethan, weh, du tust dir Zucker oder Honig ins Essen. Und keine Pilze. Ich glaube, von Pilzen haben wir alle genug. Da sind wir eindeutig geheilt von. So. Oh, natürlich. Die gute alte Hopp-Baby-Nahrung. Wer kennt sie nicht? Das brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst. Mia kocht alles selbst? Ach so, das ist ja schön. Aber sieht doch ganz gut aus. Hopp. Horn of Plenty? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ja. Ja, schön. Idyllisch. 1A. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Kann ich hier rein? Oh ja, kann ich. Ah, ach so. Das ist einfach nur... Dieses Haus ist mir fast schon zu ähnlich zu dem Haus der Bakers. Aber das ist halt das Problem. Die meisten Häuser haben halt wahrscheinlich einen Flur und eine Treppe und aber... Hast du gehört? Aus dir wird mal ein hübsches Mädchen. Momentan bist du noch kein hübsches Mädchen, aber aus dir wird mal ein hübsches Mädchen. Hey, nicht so laut. Ich wollte nur sicher gehen. Was zur Hölle? Ach so. Ich wollte nur sicher gehen, ob die Tür verschlossen ist, ja. Wenn's wärmer wird, können wir raus spazieren. Schön, ja. Spazieren gehen mit dem Baby. Aber gibt es nicht auch Leute, die im Winter auch, dann wickelt man das Baby halt besonders warm ein oder so? Man geht... Was los? Ich hab's ja gesagt, dieses Buch ist noch nichts für dich. Geht auf einmal der Alarm hier los. Da, 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 da. Ich habe leider keine Ahnung von Babys. Dementsprechend weiß ich auch nicht, wie ich mit ihr hier umgehen soll. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Herzergreifend. Haben wir bestimmt zu unserer Hochzeit geschenkt bekommen. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass wir verheiratet sind. Guck mal, das Badezimmer. Auch das sieht ja schick aus, ne? Ich mag die Duschkabine. Ich mag das hoffentlich saubere Klo. Ich mag die ganzen Utensilien hier. Was? Mias Medizin. Seit dem Vorfall muss sie sich an eine strikte Diät halten. Eine strikte Diät? Na, ob das mal richtig übersetzt ist, ich weiß ja nicht. Aber ist okay. Nature's Milk. O-Sprays. Aha. Alles schick und toll. Dup-di-dup-di-dup. Und auch richtig wundervoll. Was da, meine Kleine? Oh, nee, dann will ich hier nicht hin. Wir gucken uns natürlich überall um. So, und bewundern noch dieses wunderschöne Gemälde voll mit Klecksen. Weird, aber nun gut. Dup, di, dup, di, dup. Ernsthaft, nach allem, was Ethan erlebt hat, dieses Haus hier wäre mir zu groß und zu dunkel. Ich könnte hier nicht wohnen. Ich bräuchte eine Einzimmerwohnung, wo alles hell erleuchtet ist, wo ich alle Ecken sehe. Nur dann würde ich mich... Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen.
Nur dann würde ich mich sicher fühlen. Wir müssen die gründlich sauber machen. Überall im Haus sieht es so schick aus, aber hier nicht. Hier sind sie noch nicht. Ach, hier sind sie wahrscheinlich noch nicht fertig mit Renovieren oder so, ne? Wahrscheinlich haben sie das Haus auch erst übernommen oder gekauft. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalby geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalby, Louisiana, im Jahre 2017 wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B., 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia Winters sollen sich zur Zeit des Unglücks zwei weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Okay, das ist also die offizielle Erklärung, ja? Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Giftgasvorfall. Naja, ist jetzt mittlerweile ein paar Jahre her. Moment, wann kam dieses Spiel heraus? 2021, ne? Genau. Also müssten, wenn es wieder quasi in der richtigen Zeit spielt und so, sind jetzt 4 Jahre seit dem Vorfall vergangen? Vielleicht. Nee, oder er hatte doch vorhin schon was gesagt, oder? Was hat er vorhin gesagt? 2 Jahre? 3 Jahre? Die Architektur osteuropäischer Burgen und Wehrtürme aus historischer Sicht von George Trevor. Cool. Ja, das ist alles schick. Ich frage mich, schlafen Mia und Ethan hier? Oder ist das... Oder vielleicht doch in dem anderen Zimmer, wo wir jetzt noch nicht waren, wo wir das Kind jetzt hinbringen. Vielleicht schlafen wir da auch allesamt. Selbst hier oben stehen überall Pflanzen rum. Das muss auch eine Heidenarbeit sein, die alle zu gießen dann immer. Und oh Gott... Und stehen die überhaupt alle so günstig? Also ich meine, Pflanzen brauchen doch auch ein bisschen Licht. Ob das immer so der ideale Punkt ist, um so eine Pflanze dann, aber na gut. So, was haben wir denn hier? Ja, es sieht so aus. Okay, alles klar. Das hier ist quasi das Gemeinschaftszimmer, ne? Natürlich, ja, das Baby, das kleine 6 Monate alte Baby wird ja wohl noch nicht alleine pennen. In einem eigenen Zimmer. In Privatsphäre ist es da quasi noch nicht. Dementsprechend, es schläft natürlich im Zimmer der Erwachsenen. Kann ich mit dem Ball spielen? Moment. Blups. Ich kann mit dem Ball spielen. Dupdi-dupdi-dup. Ey, Mia. Och nö, nein. Nein, ich hab den Ball unter die... Ah, verdammt. Ich wollte ihn die Treppe runterkicken. Ach, so eine Scheiße hier. Ja, toll. Dann halt nicht. Oh, das sieht aber süß aus. Kleine süße Schildkröte. Kleines süßes, was ist das? Die Sachen, die Rose morgen anziehen soll. Morgen gibt es das Bärchenkostüm, wie es aussieht. Windeln gibt's hier. Der Spiegel wurde verhangen aus Gründen offensichtlich. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Ah, direkt nebenan haben wir quasi noch unser Arbeitszimmer. Was ist los? Alles gut? Will nur kurz einen Laptop. 6.2.2021. Ja, okay, wir haben das Jahr 2021. Also sind doch 4 Jahre vergangen. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Der schreibt Tagebuch und lässt seinen Laptop dann an, damit seine Frau das im besten Fall auch noch lesen kann. Sehr gut. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt. 3 Jahre, 4 Jahre. Und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Okay, wir sind also in Europa. Nicht mehr in Louisiana. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Als Bildschirmhintergrund haben wir ein Babyfoto, wie es scheint. Was ist das hier? Name Rosemary Winters. Geburtsdatum 2. August 2020. Größe 62,3 cm, Gewicht 6,57 Kilo. Boah, also zur Geburt oder was? 6,5 Kilo? Ist es nicht relativ viel für ein Neugeborenes?
Wiegen Neugeborene nicht eher so um die 5 oder so? Aber ich bin mir unsicher. Untersuchung. Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen. Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden auch von der BSAA bereitgestellt. Applefeld Memorial Krankenhaus. Gut. Okay. Kein Grund zur Sorge. Genau, kein Grund zur Sorge. Du bist nicht von wilden Pilzen befallen. Guck mal, hier ein Affe. Na, schau dir mal die kleinen süßen Affen an. Na, ist das nicht ein toller Affe? Ja. Dupdidup. Überlebender an der Waffe. Handhabung schwerer Geschütze. Weiß, was ich gesehen habe. Schwere Geschütze in Kampfsituationen von Joseph Kendo. Und er sagt paranoid. Ach, weil er sich immer noch mit sowas beschäftigt, oder was? Und was ist das hier? Oh. Ein lustiges kleines Familienalbum. Oh, guck mal. Unsere Hochzeit da auf der linken Seite. Schön, dass man das Gesicht von Ethan nicht sieht. Dann sehen wir Mia, wie sie vor einer Küstenregion posiert. Mia, wie sie am Herd steht und kocht. Mia, wie sie irgendwas hochhält. Sollen das Fotos sein oder so? Ultraschallbilder. Kann ich das Ganze... Ich kann es mir nicht genauer angucken, ne? Das ist auch nur Kauderwelsch, was da steht. Also das ist nicht wirklich etwas, was man... Schade aber auch. Naja. So, ja. Oh ja, da ist unser Kind. Mia total... Sie sieht nicht wirklich glücklich aus. Aber sie hält Rose ganz eifrig. Ich wünsch, das und da so haben wir unsere wunderbaren Kinderfotos. Rose im Affenkostüm. Rose im Gummireifen. Rose auf der Wiese. Ja, okay. Und damit endet das Familienalbum. Na gut, du bist ja auch erst 6 Monate alt, ne? Da wird man ja noch ein bisschen was nachliefern können mit der Zeit. Warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Wütend ist sie zum Fürchten. Das stimmt. Das haben wir erlebt. So. Ich leg dich da mal hier rein, ne? Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Warum betont er das so? Und warum spricht er von bösen Monstern? Das macht mich nervös. So. Gut, das Babyfon ist jedenfalls eingeschaltet. Wir können abhauen. Und zwar, jetzt können wir uns noch ein bisschen zielstrebiger bewegen, aber ich komme trotzdem nicht an den scheißverdammten Ball ran. Ich will den Ball... Hast du Rose ins Bett gebracht? Ja. Ich komme, Schatz. Ist das Essen fertig? Dein Mann hat Hunger. Uga, uga. So. Dup, di, dup, di, dup. Oh, sehr tatsächlich, oder? Oh. Das stand doch vorhin noch... Oder stand das vorhin schon so? Ich bin mir unsicher. Na, was gibt's denn heute? Leckere Fleischklopse mit undefinierbaren anderen Klopsen und Soße. Mein Leibgericht. Mann. Hab ich da jetzt Lust drauf? Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du... Ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Hoppla. Mia, runter! Mia! Ich glaube, das Abendessen kann ich mir abschminken. Mir. Oh Gott.
Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Eine berechtigte Frage, wie ich finde. Die er jetzt an der Stelle auch beantworten könnte, theoretisch. Los, Bewegung! Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schaff den hier raus. Ergibt hinten und vorne wenig Sinn. Aber ist okay. Haben wir unser Handy dabei? Nee. Hä? Wo sind wir jetzt? Was ist das? Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Harmonische Ehe. Wunderschön. My little angel. Oh. Mehr Handygeräusche. Geh doch mal einer ans Telefon. Oh Mann. Wer braucht Zeit? Wie ist Ihr Status? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Was ist passiert? Wo haben wir die Taschenlampe her? Oder hat er jetzt die Handylampe angemacht? Vielleicht. Nun, okay. Offensichtlich sollten wir weggebracht werden mit diesem Transporter. Aber der Fahrer war jetzt vielleicht nicht so sicher und gut unterwegs, wie es hätte sein sollen. Untersuchen. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Aha. Und was ist das? Missionsziele. Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Gut. Also. Das... guck mal. Wir können auch wieder... uns ducken. Ich kann aber nicht mehr in den Transporter rein. Schade, da würde ich aber furchtbar gerne reingehen. Die Sache ist die. Also ich hatte das jetzt so mitbekommen. Wir wurden ja von Chris gerettet und dann wurden wir in eine Art besseres Zeugenschutzprogramm verfrachtet. Wir wurden nach Europa verschifft. Hier wurde Mia dann auch schwanger. Und dann wurden wir in dieses wunderschöne Einfamilienhäuschen irgendwo im Nirgendwo einquartiert. Und jetzt eines Abends brechen die dann also urplötzlich in unser Haus ein, knallen Mia ohne jedwede Erklärung ab und entführen mich und mein Baby. Das ist ja schick.
Man darf sich jetzt nur zu Recht fragen, natürlich, warum? Da muss ja jetzt irgendetwas Glorreiches, eine glorreiche neue Erkenntnis aufgetreten sein, die Chris zu dieser Tat veranlasst hat. Ich meine, wir sollen jetzt so ein bisschen denken, dass Chris der Bösewicht ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass er irgendeinen Grund dafür hatte, das so zu tun, wie er es getan hat. Aber vielleicht ist es auch Kokolores. So, und was mir jetzt sehr missfällt, ist die Tatsache, dass ich hier irgendwo am Arsch der Heide durch die Dunkelheit warte, im tiefsten Schnee, im tiefsten Dickicht. Ich habe keine Ahnung, wo mein Kind ist. Ich habe keine Ahnung, was mit Mia ist. Und ich höre irgendwelche Geräusche und habe ich da irgendwas gesehen? Ich bin mir unsicher. Hallo? Also das hier sind doch in jedem Fall noch Spuren, oder? Die ich hier verfolgen kann und soll? Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Okay, hier haben wir irgendwas Zaunmäßiges. Du, Zutritt verboten. Zutritt verboten. Ist natürlich eindeutig für, bitte gehen Sie einmal rein. So ein Vollidiot. Warum? Er hat doch gesehen, dass das Stacheldraht ist. Was ist das nur für ein... Na ja, gut. Okay, sei es wie es sei. Also, ja. Weiter geht's und dann... Hallo? Ist da jemand? Ist hier noch was? Nee. Kannst du dir bitte irgendwie eine Waffe nehmen, Ethan? Ein Stock, ein Stein, irgendwas in die Hand, was du werfen und schmeißen kannst, falls es drauf ankommt. Was ist das denn? Ich frage mich, ob man hier irgendetwas sehen können sollte. Also irgendetwas sehr Bedrohliches. Tote Vögel kommen mir bekannt vor. Fing's damit nicht auch in Resident Evil 7 an? Die hat man doch auch im Vorgarten gesehen, oder? Was zur Hölle ist denn hier passiert? Da ist irgendetwas ganz mächtig... doll schiefgelaufen. Was zur Hölle? Okay. Also das könnte man noch mit Tieren erklären oder so, ne? Aber tote Vögel an Bäumen aufknüpfen, das ist jetzt nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung eines Wolfes oder eines Bären. Das machen in den meisten Fällen Menschen. In den meisten Fällen. Und warum hängen hier so viele von denen? Ist ja furchtbar. So. Hier vorbei, da vorbei. Oh Gott! Ihr scheiß Viecher, ihr. Komm, hau ab. Geh weg, geh weg. Husch, husch, husch. Ja, lass mich in Ruhe. Oh Gott. Und vor allem die Klappe. Ekelhaftes Scheißviech. Meine Fresse. So. Falls es für euch auf YouTube sehr dunkel aussieht, es ist auch für mich dunkel. Wollte ich an der Stelle nur gesagt haben. So, mehr ausgerupfte Vögel. Es war kein schöner Tag. Für die Vogelgemeinde. Dieses Waldstücks. Oh, für die Fischgemeinde war es übrigens auch kein guter Tag. Die armen Fische. Oh, was ist das? Mehr Unrat, mehr Zeug. Nähern wir uns hier. Ist das so eine Art... Ich glaube, das könnte eine Hütte sein. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Naja. Es ist jetzt nicht das, was ich erhofft habe zu finden. Nämlich irgendwie das nächstbeste 4-Sterne-Hotel. Aber wir versuchen einfach mal unser Glück. Hallo? Ist hier zufälligerweise jemand? Jemand bei Verstand? Ich frage nur so.
Vielleicht kann mir ja jemand hier helfen. Was ist das? Das sollen die Seile sein, mit denen die Vögel draußen aufgeknüpft wurden. Vielleicht ist das so. Oh, guck mal. Ah, da ist eine Zahnbürste. Das ist Anzeichen für Zivilisation. Die Zahnbürste sieht sogar noch einigermaßen gut aus. wenn man sich mal den Rest so anguckt. Das ist so, ja. Könnte man noch benutzen. Wäre besser als nichts. Tabletten? Aha. Ja. Hier pennt irgendjemand wahrscheinlich. Und hier ist jemand von diesem schmutzigen Tellerlein. Was zur Hölle. Puh. Gute Idee, das Spiel spät abends zu spielen. Schmutzige Wäsche, ungeöffnete Großbriefe und irgendwelche komischen Dosen. Was ist das hier? Weiß man nicht. Guckt sich Ethan nicht an. Was ist das hier? Kann ich irgendwie... Ah, oh, guck mal. Mit LB kann ich wieder meine Hände schützend vor mir halten. Die Hände, die sehen echt gut aus, muss ich mal sagen, ne? Ich glaube, ich habe selten realistischere Hände in einem Videospiel gesehen. Wobei ich auch ganz ehrlich sein muss, Mia am Anfang, ich fand, also vielleicht ist es meine Wahrnehmung oder meine fehlgeleitete Wahrnehmung von den Erinnerungen, die ich halt seit damals habe. Aber Mia sah am Anfang irgendwie gar nicht mal so gut aus, oder? Ich habe das Gefühl, das Charaktermodell von Mia sah in Resident Evil 7 irgendwie besser aus als hier. Irgendwas hat mich bei ihr gestört, aber ich weiß nicht genau was. Naja, jetzt ist ja... Hallo. Na, ihr beiden? Hier sagen sich Fuchs und Eule gute Nacht offensichtlich. Und eine Frau. Und ein Hirsch. Und ein seltsames Gemälde. Warum genau sollte ich dort runtergehen? Und warum genau nehme ich die Lampe nicht mit? Weil wir ja unsere Taschenlampe haben. Natürlich. Dupdidup. Wunderbar sympathischer Keller. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ist das eine sehr verrottete Banane und eine halb verrottete Orange daneben oder so? Vielleicht. Dupdidu. Oh, Knoblauch. Also geht's hier um Vampire? Ethan, nimm den Schrubber in die Hand. Ernsthaft. Nimm dir irgendetwas, mit dem du zuhauen kannst. Ja, nö. 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 Was ist das? Soll das irgendetwas Heiliges sein? Der Sohn Gottes oder so mit heiligem Schein? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein wunderbares Bildnis, irgendeiner wundervollen Reliquie, die vermutlich... Sehr gut. Die vermutlich vor bösen Geistern schützen soll oder so. Was ist das hier? Ist das an der... Für einen kurzen Moment sah das so aus, als ob das in der Luft hängt, aber ich glaube, das soll an die Wand gepinselt sein. Aber was soll das darstellen? Das sieht irgendwie sehr okkult aus. Strange. Aber vor allem auch so filigran. Was ist das dort? High Power Guest. Achso, ja, das ist okay. Genug Zubehör, um ein bisschen über die Runden zu kommen, theoretisch. Und hier haben wir einen lustigen Schrank mit Blutspuren. Hi. Ah. Cool. Gut. Ja. Na schön. Wenn es weiter nichts ist.
Dann gehe ich jetzt halt mal wieder zurück. Diese Taschenlampe macht mich wahnsinnig, ne? Dass die irgendwie nur 2 Meter weit vor ihnen scheint. Was ist denn das? Glaube, es war ganz gut, dass wir jetzt nicht oben waren? Fragezeichen? Aber dass wir jetzt wieder nach oben müssen, ist, glaube ich, ein Problem. Du, die, du, die, du. Wenn mir hier gleich irgendetwas entgegenspringt oder so, ne? Dann mache ich das Spiel aus. Dann mache ich das Spiel mit sehr großer Bestimmtheit aus. Dich habe ich vorhin schon gesehen. Du lagst eigentlich weiter oben. Hallo? Schön. Sehr gut. Fuchs ist da. Hat der Fuchs sich nach vorne bewegt? Stand er nicht dort hinten bei der Eule? Also vor der Lampe, nicht jetzt hinter der Lampe? Ist es? Ne. Ich werde schon ein bisschen verrückt. Oh. Apropos verrückt. Hier hat sich auch einiges ein bisschen verrückt. Das Blut ist neu, oder? Ja. Hast du sehr gut gemerkt, Ethan. Sehr gut. Ich hoffe übrigens, er ist gegen Tetanus geimpft. Was ist das passiert? Ja, wie ist das passiert, ist die Frage. Was ist hier durchgerauscht? Und vor allem warum? Und von wo und wie? Hä? Also was auch immer gekommen ist, ist dann hier durchgekommen, hat alles kurz und klein geschlagen und ist dann kurz wieder raus? Oder was? Scheint ja fast so. Na gut, wobei, hä? Aber, nee. Was auch immer gekommen ist, ist hier durch, einmal hier durchgepäst, ist hier hingegangen, hat dann alle möglichen Sachen vor diese Tür geworfen, damit ich bloß nicht wieder dort rausgehen kann und ist dann wieder zurück. Das ist ja schön. Aber wenigstens die Zahnbürste ist noch heil. Naja. Gut. Hätten wir das. Ja, das war doch ein ereignisreicher Tag, ne? Also das kann man durchaus mal so stehen lassen. Da kann man mal Hindernis überwinden. Ups. Kann ich generell... Ah ja, mit linken Stick reindrücken ist mal wieder Rennen. Ich hasse sowas. Das wiederhole ich immer wieder, wenn ich solche Spiele spiele, in denen das der Fall ist. Weil ich die leise Hoffnung habe, dass mich irgendjemand mal erhört. Und diese verdammte Rennfähigkeit auf einen anderen Knopf legt. Aber nun ja. Zumindest ist es nicht mehr ganz so dunkel. Hey. Wenn das mal nicht schick ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, wow. Wo bin ich jetzt gelandet? Willkommen in Hogwarts. Wo zum Teufel bist du? Das ist eine... fulminant gute Frage. So, und ja, es tut mir leid, dass ich erstaunlich viel Erkundungsquatsch in dieser Folge jetzt hier so gemacht habe und wir noch nicht gegen irgendetwas Übernatürliches kämpfen durften, aber das wird ja wahrscheinlich jetzt und in Zukunft dann noch ein bisschen kommen. Ich lasse mir bei solchen Spielen halt ein bisschen Zeit, ne? Und war ja. Also bis hierhin ist jetzt schön. Von mir aus könnte das Let's Play jetzt hier an der Stelle enden. Nein, okay. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und wahrscheinlich wird dann irgendwie die Hölle über mich hereinbrechen. Ich ahne Schlimmes. Für den Moment machen wir dann aber erstmal eine Pause. Das war der Beginn von Resident Evil Village. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es fulminant weitergeht. Ich sag für den Moment aber erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.